Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Glossybox-Unboxing für dich. Und zwar ist die Glossybox aus dem Monat November jetzt bei mir eingetroffen, jetzt gerade. Ich habe noch nicht relativ was so irgendwie im Gesicht, ein bisschen Mascara habe ich mittlerweile drauf. Aber ich bin bereit für Test. Was auch immer da drin ist, ich sag's einfach mal so, hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. So, die Glossybox habe ich genauso wie die Pinkbox im Jahresabo und zahle pro Box 12,50 Euro. Also monatlich kommt die ja. Und dann gucken wir doch einfach mal zusammen rein. Die lässt sich heute nicht so schön öffnen. Der Karton ist etwas zersplittert, aber egal. In dem Karton befindet sich dann ja immer die Box. Dieses Mal in dem klassischen Design von der Glossybox. Manchmal haben die ja so Special Designs. Hier haben wir die Box und die fühlt sich ziemlich, ziemlich schwer an. Dann haben wir hier noch ein bisschen Werbung. Wisst ihr was, wenn irgendwas bei diesen ganzen Prospekten mit dabei ist, was irgendwie interessant für euch sein könnte, ich schreibe es euch unten in die Infobox. Ich zeige euch jetzt nicht die ganze Werbeviecher hoch. Schaut einfach mal vorbei. So, ich mache die Glossybox auf und ich sehe hier als Motto Make a Wish. Wir sind schon ziemlich nah an Weihnachten dran. Die Vorweihnachtszeit hat angefangen. Ihr kennt das ja, meine ganzen Adventskalender-Unboxings sind schon am Start. So, wir machen hier mal das Schleifchen auf. Ich finde dieses Magazin immer so hübsch. Da sind so schöne Frauen drauf. Das ist der Wahnsinn. Auch wenn ich hier drin irgendwelche Gutscheincodes oder sonst irgendwas finde, ich schreibe es euch unten in die Infobox. Hier stehen nämlich auch die ganzen Preise und so weiter drin. So, machen wir das schöne Ding mal auf. Es geht los. That's Me by Helene Fischer. Hier haben wir eine Parfümprobe drin. Aber wie ich sehe, ist es nicht so ein Sprayer, sondern so ein, etwas anderer, so ein Stift. Und dann schmiert man sich das so drauf. Okay, Top Pink, Freesia, Peach, Tangerine, Heart, bla 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 bla. Ich rieche einfach mal dran. Ich glaube, das ist das Einfachste am Ganzen. Okay, das riecht gut. Blumig. Oh. Ja, das könnte was werden. Riecht sehr, sehr angenehm. Könnt ihr euch mal gerne bei Douglas oder so anschauen und mal testen. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Riecht gut. So, als nächstes habe ich hier drin Verführerische Rose mit natürlichen Ölen von Duschdas. Ein Badeerlebnis pflegend und verwöhnend. Eine Badeessenz. Da ich keine Badewanne habe, wird das auf jeden Fall mal irgendwie weitergegeben werden. Kann ich leider nicht verwenden. Aber cool, ich rieche mal dran. Das kann ich ja. Ja, es riecht sehr, sehr, sehr nach Rose. Sehr nach natürlicher Rose. Also das finde ich sehr angenehm und das hätte ich gerne als Duschgel, bitte. Dann habe ich hier drin von Kueshi Double Effect Make-up Remover, Cleansing and Calming. Das ist so ein Zwei-Phasen-Make-up-Entferner, finde ich auch ganz cool. Ich benutze ja aktuell viel diese Washis, aber wenn es halt wirklich ein krasses Augen-Make-up ist oder irgendwelche wasserfeste Mascara, die ich nicht so mit den Washis so abkriege, muss ich immer noch zu sowas leider greifen. Da ist sowas dann ganz gut und das ist auch eine schöne Größe, das ist jetzt nicht so ultra riesig, auch wenn ich die von Garnier zum Beispiel liebe, diese Micellenreinigungswasser. Ist sowas zum Testen auch mal ganz schön. Als nächstes habe ich von Lancaster Skin Life Shield & Glow Primer. Sehr schön. 2 in 1 mit Sun Protect Factor 30. 10 ml haben wir hier drin. Ein Primer ist immer gut. Ich mag Primer. Ich liebe Primer. Ich benutze gerne Primer. Habe ich damals nie gemacht. Mittlerweile mache ich es immer mehr und das ist doch hübsch. Das sieht richtig schön aus. Und das ist so ein Pumpspender. Richtig geil. Als nächstes habe ich hier von Happy Brush eine Super Mint Zahnpasta. Ja, läuft, ne? Apropos Zahnpasta. Ich habe bislang immer gesagt, na, brauche ich eigentlich nicht, weil meine Armor Brush kommt ja bald. Ich habe jetzt eine Nachricht bekommen, nachdem ich da zweimal auch schon hingeschrieben habe. So bis Ende Februar kann ich damit rechnen, dass die zugeschickt wird. Also an dieser Stelle, also das ist ein super Fail. Ich könnte natürlich sagen, Leute, ich will mein Geld zurück, aber ich will diese Armor Brush einfach haben.
Das ist ein bisschen kacke. Aber naja, ich warte jetzt einfach drauf und versuche geduldig zu sein. Und bis dahin muss ich halt dann auch auf Zahnpasta und Co. zurückgreifen, auf diese klassischen. Ja, das ist hier so eine Tube. Für alle Frühaufsteher, Weltenbummler und Nachteulen. Ich bin deine neue Zahnpasta und für dich da. Lass uns gemeinsam auf den Putz hauen. Vegan, ohne Natrium, Laurylsulfat. Guck. Ohne Palmöl und ohne Triclosan. Ja, eine sehr natürliche Zahnpasta wahrscheinlich. Wird ausprobiert. So, last but not least habe ich hier von Huda Beauty ein Liquid Matte Lipstick. Ich kann endlich was ausprobieren, Leute. Dann gucken wir mal. Oh, der riecht gut. Süß. Hat so ein Füßchen und dann gucken wir mal. Oh, der gefällt mir. Das ist eine extrem leichte, sehr, sehr flüssige Textur. Und der sieht ja mal richtig cool aus. Der hat so einen leichten Glow. Ist überhaupt nicht klebrig oder so. Das ist, als hättest du dir quasi nur Wasser auf die Lippen gemacht. Und ich denke mal, dass der jetzt auch antrocknen wird. Ich bin echt gespannt. Also ein cooles Teil. Gefällt mir richtig gut. Also auch die Farbe gefällt mir. Das ist halt leicht nudig, aber jetzt nicht so extrem. Richtig, richtig schön. Ein schönes Produkt. Geil, dass es mit in der Box ist. Also so nach einer halben Stunde, sieht der Lippenstift so aus. Ich habe halt trockene Lippen, ne? Das ist dann natürlich ein bisschen doof. Aber er ist schön getrocknet und... sehr, sehr haltbar, würde ich mal so sagen. Ist kussecht und gefällt mir. Doch, ist cool. Aber Glossybox und Huda Beauty sind ja auch Freunde geworden, wie wir an dem Glossybox Adventskalender gesehen haben. Ich verlinke euch mal hier oben mein Video zu dem Glossybox Adventskalender. Mega. So, das war's jetzt auch schon mit der Box. Mit der Glossybox von November 2018. Ich blende euch hier mal den Gesamtwert der Produkte ein. Ich bin mal gespannt. Ich kann das auch sehr, sehr schwer einschätzen, aber man ist auf jeden Fall immer so bei 20, 25, 30 Euro. Ich würde jetzt hier auch aufgrund dieses Liquid Lipsticks definitiv auf einen höheren Wert tippen. Ich bin zufrieden. Mir gefällt die Box. Und ja, was möchte ich noch sagen? Gutscheincodes und so weiter, auch zu den Boxen verlinke ich euch immer unten in der Infobox. Da könnt ihr die Boxen auch günstiger bekommen. Ja. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ja, ansonsten würde ich sagen, wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Jups. Ja, hier stehen Sachen rum, da muss ich aufpassen. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Unboxings von den ganzen Boxen. Hier unten mein neuestes Video und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.